Natürlich streben alle Spieler danach, die besten Waffen und Aufsätze in Modern Warfare 3 zu finden. Damit du nicht alle Waffen und Aufsätze selbst herausfinden musst, haben wir hier für dich die derzeit 5 besten MPs aus Modern Warfare 3. In Modern Warfare 3 wurden erneut zahlreiche neue Waffen eingeführt, von denen viele nicht nur optisch beeindruckend sind, sondern sich auch im Spiel äußerst wirkungsvoll zeigen. Doch das Aussehen ist nicht der einzige Faktor, der zählt. Generell wird die Meta in Modern Warfare 3 erneut von Waffen mit minimalem Rückstoß und einer mittleren bis großen Reichweite beherrscht, die entweder im vollautomatischen oder im Burst-Feuer-Modus funktionieren. Waffen, die nicht in diese Kategorie passen, haben derzeit Schwierigkeiten, sich in der Meta zu behaupten. Bist du bereit? Dann kommen wir jetzt zur ersten Meta-Waffe. Ich bin bereit! Die Striker-MP von Modern Warfare 3 ist eine tödliche Nahkampfoption, die mit den besten Ausrüstungsgegenständen noch besser gemacht werden kann. Die Meta von Modern Warfare 3 etablierte sich schnell und eine Handvoll Waffen eroberte schnell die Krone. Die MPs waren bereits eine tödliche Option und wurden durch Buffs im Update vom 21. November noch verbessert. Mit höheren Schaden und schnellerer ADS-Geschwindigkeit ist die Striker eine der besten MPs im Spiel. Sie kann Feinde auf kurzerer und mittlerer Distanz zerfetzen, dank seines beeindruckenden Schadens und seines kontrollierbaren Rückstoßes. Um hier das Potenzial voll auszuschöpfen, gibt es hier das beste Striker-Loadout für Modern Warfare 3. Kommen wir jetzt zum ersten Aufsatz und hier verwenden wir diesen Schalldämpfer, der leicht die Präzision erhöht. Zusätzlich können Schüsse auf den Radar nicht erkannt werden. Kommen wir jetzt zum Lauf. Mit diesem langen Striker Recon-Lauf erhöhst du deine Reichweite und somit dein Schadenspotenzial und hast zusätzlich noch eine bessere Rückstoßkontrolle. Somit wird die Geschossgeschwindigkeit erhöht und die Waffenbewegung beim Zielen verbessert. Jetzt solltest du noch diesen Schaft verwenden, um die ZV-Geschwindigkeit, die Schuss-Zielstabilität, die Streuung bei taktischer Haltung und die Waffenrückstoßkontrolle zu verbessern. Kommen wir jetzt zum Unterlauf. Hier verbesserst du deine Mobilität und Handhabung mit leichten Abstrichen bei der Präzision. Die Vorteile wären hier, dass sich das Bewegungstempo, zusätzlich noch das Bewegungstempo beim Zielen, die ZV-Geschwindigkeit und das Nachsprint-Schusstempo erhöht. Das bedeutet, dass du nach dem Sprinten viel schneller schussbereit bist und du den Gegner so zuerst treffen kannst. Jetzt wäre es noch wichtig, das 50-Schuss-Magazin zu verwenden mit der 9mm-Munition, um nicht nach jedem Gegner nachladen zu müssen. Die Reval 9 gehört zu den besten Maschinenpistolen in Call of Duty Modern Warfare 3, da sie eine sehr hohe Feuerrate hat, präzise und auf Anhieb einfach zu handeln ist. Die Reval 9 hat die beste Mobilität und das beste Handling unter allen MPs. Gerade auf kurze und sogar auf mittlere Distanzen könnt ihr mit dieser Waffe eure Gegner mit Leichtigkeit ausmanövrieren. Aggressive Spieler, die besonders viel Wert auf extrem schnelles Movement legen, sollten die Reval 9 auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier bekommst du die besten Aufsätze für diese Maschinenpistole, die benötigt werden, um die ohnehin schon mächtigen Grundwerte zu verbessern. Kommen wir jetzt zum ersten Aufsatz und hier verwenden wir diesen Schalldämpfer, der leicht die Präzision erhöht. Zusätzlich können Schüsse auf den Radar nicht erkannt werden. Der nächste Aufsatz, den wir hier verwenden müssen, wäre dieser Schaft, denn mit diesem Aufsatz verbesserst du deine Wendigkeit und Tempo. Hier wird die Rückschusskontrolle und die Waffenrückschusskontrolle verbessert. Weiter geht es jetzt mit diesem Griff, der auf ultimative Kontrolle ausgelegt ist und uns somit den Rückstoß verbessert. Vorteile bei diesem Griff ist die Waffenrückstoßkontrolle, die Schuss Zielstabilität und die Rückstoßkontrolle. Kommen wir jetzt zum Unterlauf. Hier verbesserst du deine Mobilität und Handhabung mit leichten Abstrichen bei der Präzision. Die Vorteile wären hier, dass sich das Bewegungstempo, zusätzlich noch das Bewegungstempo beim Zielen, die ZV-Geschwindigkeit und das Nachsprint-Schusstempo erhöht. Das bedeutet, dass du nach dem Sprinten viel schneller schussbereit bist und du den Gegner so zuerst treffen kannst. Auch hier nehmen wir das größtmögliche Magazin, um die Munitionskapazität deutlich zu erhöhen. Die Well 46 ist eine solide Maschinenpistole mit vielen hervorragenden Eigenschaften, was sie zu einer zuverlässigen Wahl in Call of Duty Modern Warfare 3 macht. Der einzig große Nachteil ist das hohe Gewicht und die langsame Handhabungsgeschwindigkeit. Mit den richtigen Aufsätzen kannst du die Well 46 zu einer raffinierten Allround-Waffe machen. Auch wenn die Well 46 im Vergleich zu den anderen Maschinenpistolen in Modern Warfare 3 etwas klobig wirken mag, kann sie mit den richtigen Aufsätzen ordentlich austeilen. Aus diesem Grund haben wir uns auf Aufsätze konzentriert, um die ADS Geschwindigkeit und die Rückstoßkontrolle der Waffe zu verbessern und gleichzeitig den höchstmöglichen Schadensausstoß beizubehalten. Mit diesen Aufsätzen kannst du die Gegner mit nur wenig richtig getimten Schüssen niedermähen. Als erstes haben wir diesen Schalldämpfer verwendet. Er verbessert die Geschossgeschwindigkeit, die Schusszielstabilität und die Rückstoßkontrolle. Darüber hinaus macht der Schalldämpfer deine Schüsse leiser und du bist auf den Radar nicht zu orten, sobald du schießt. Jetzt verwenden wir einen schweren kurzen Lauf, der deine Rückstoßkontrolle und Zielgeschwindigkeit drastisch verbessert. Der Vorteil des Laufs ist die
Waffenrückstoßkontrolle, die Rückstoßkontrolle allgemein der Waffe, die Streuung beim Hüftfeuer und bei der taktischen Haltung wird verbessert und zusätzlich wird noch die Geschossgeschwindigkeit erhöht. Wir haben uns für den eingefahrenen Fabrikschaft entschieden, der dich deutlich schneller macht, denn hier verbessern wir die ZV-Geschwindigkeit. Das bedeutet, du kannst mit diesem Aufsatz viel schneller anvisieren und es wird massiv das Nachsprint-Schusstempo erhöht. Zusätzlich wird stark das Bewegungstempo erhöht und die Rückstoßkontrolle beim Feuern aus der Hüfte verbessert sich. Als nächstes kommt ein Rotpunktvisier mit einem klaren, deutlichen Zielbild für knackige Zielerfassung. Und zum Schluss haben wir uns für einen taktischen Griff von Schlager entschieden, der für schnelleres Zielen ausgelegt ist. Die ZV-Geschwindigkeit und das Nachsprint-Schusstempo wird hier verbessert. Das bedeutet, dass du nach den Sprinten schneller anvisieren kannst. Maschinenpistolen gehören aufgrund ihrer Vielseitigkeit und Effektivität auf kurze bis mittlere Distanzen zu den beliebtesten Waffen in Call of Duty. In jedem Titel des Multiplayer-Modus gibt es einige Meta-Waffen, die die Szene dominieren und diesmal ist es nicht anders. Bei der WSP Swarm ist aufgrund der hohen Mobilität und der hohen Feuerrate sowie seiner deutlich niedrigen Time to Kill eines der Meta-SMGs im Spiel. In den richtigen Händen kannst du mit einem einzigen Magazin mehrere Feinde aus nächster Nähe ausschalten. Kommen wir jetzt zum ersten Aufsatz und hier verwenden wir diesen Schalldämpfer, der leicht die Präzision erhöht. Zusätzlich können Schüsse auf den Radar nicht erkannt werden. Weiter geht es mit diesem präzisen Lauf, mit dem du den Schaden erhöhst, die Reichweite und die Rückstoßkontrolle erheblich verbesserst. Hier wird also die Geschossgeschwindigkeit und Reichweite, die Waffenbewegung beim Zielen, die Rückstoßkontrolle und die Waffenrückstoßkontrolle verbessert. Hier haben wir uns für ein Reflektorvisier entschieden, das ein klares Zielbild mit weniger Verdeckungen bietet. Somit kannst du den Gegner besser sehen. Kommen wir jetzt zum Schaft. Wir haben uns für diesen schweren Schaft entschieden, der den Rückstoß verbessert. Hier wird deutlich die Waffenrückstoßkontrolle, die Rückstoßkontrolle und die Schusszielstabilität erhöht. Zudem wird die Streuung bei taktischer Haltung vermindert. Und zu guter Letzt haben wir uns noch für einen präzisen, ergonomischen, gewinkelten Griff für mehr Stabilität und Präzision beim Feuern aus der Hüfte entschieden. Mit diesem Aufsatz wird die Waffenbewegung beim Zielen deutlich verbessert. ISO 45 ist eine Variante der ISO 9mm und der ISO Hemlock und kehrt in Modern Warfare 3 zurück, nachdem sie in früheren Call of Duty Spielen als Standardwaffe gedient hat. Auch wenn sie den neueren Maschinenpistolen in Call of Duty Modern Warfare 3 etwas unterlegen ist, ist die ISO 45 immer noch eine gute Waffe und gehört einfach unter den Top 5 der besten MPs, die du an deiner Seite haben solltest, wenn du Feinde aus einem Sturm aus Schüssen niederstrecken musst. Sie verfügt immer noch über eine hervorragende Feuerrate. Mit diesen Aufsätzen, die du gleich bekommst, führst du die ISO 45 wieder zu alten Glanz. Kommen wir jetzt zum ersten Aufsatz und hier verwenden wir diesen Schalldämpfer, der leicht die Präzision erhöht. Zusätzlich können Schüsse auf den Radar nicht erkannt werden. Als nächstes kommt ein Rotpunktvisier mit einem klaren, deutlichen Zielbild für knackige Zielerfassung. Weiter geht es jetzt mit dem Schaft und da haben wir uns für einen leichten Schaft entschieden, der für hohe Mobilität bei geringfügiger Beeinträchtigung der Stabilität beim Zielen entwickelt wurde. Hier wird stark das Bewegungstempo beim Zielen verbessert und das Sprinttempo weiter erhöht. Der Vordergriff, den wir jetzt verwenden, verbessert unsere Rückstoßkontrolle und macht die Waffe schneller und um einiges präziser. Hier verbessern wir die Waffenbewegung beim Zielen, die Präzision beim Feuern aus der Hüfte und wie schon erwähnt, die Rückstoßkontrolle. Jetzt verwenden wir hier noch ein größeres Magazin und zwar das 45-Schuss-Magazin, damit du nicht so oft nachladen musst und auch mehrere Gegner hintereinander ausschalten kannst. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und hier habe ich noch ein Video für euch mit 20 Tipps, die jeder Modern Warfare-Spieler wissen muss.